glaube, niemand weiß, wer wir sind. Jetzt mal der nix. Let's go. Wir hatten bis gestern keinen Podcast, sonst alle anderen. Die gute Nachricht ist, jetzt haben wir auch einen. Du wirkst halt auch in diesem Stream, als hätten sie da so eine 12-Jährige hingesetzt. Ja, aber wie hätte ich Eltern drücken sollen? Und dann, wenn du aufgeregt bist, macht dein Stimmchen, das wird auch so hoch. Das ist überhaupt nicht wahr. Es ist unfassbar, diese Frau. Es geht jetzt schon los. Aber dann freuen wir uns, wir freuen uns. Wir freuen uns, schauen wir mal. Wir freuen uns. Was wird? Was wird? Ich bin verkratzt schon hier. Nicht so leidend, Matthias. Was heißt da nicht so leidend? Du hast gerade so leidend gesäuft. Ich dachte, du säufst so, ach, endlich sind wir wieder hier. Und nicht so, nee, ich bin, Drama. Ohne Scheiß, ich bin unfassbar müde. Das sage ich, glaube ich, jedes Mal, aber... Sollen wir erstmal Hallo sagen? Ja. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Weißt du, wir haben dieses Verabschieden so perfekt durchgespielt und dieser Anfang ist jedes Mal Katastrophe. Ja, ich würde auch so abschalten. Ich wäre direkt gut, aber raus. Das ist wirklich blöd, wenn die Leute quasi dann schon zu Beginn abschalten würden, weil dann würden sie verpassen, dass wir nachher gleich mit The One and Only Bob Ranner, nur seine Mutter nennt ihn Thomas Bob Ranner, sprechen. Wir hätten, ja. Ja. Das wäre dann eine einmalige Gelegenheit, die Leute hier, oder eine Chance, ein einmaliges Gespräch, ein Interview, das die Leute hier verpassen würden. Deswegen bleibt dran. Also dann nochmal herzlich willkommen zu Podcast Nummer? Weiß ich nicht. Acht. Ja. Genau. Acht plus zwei. Acht ist eine coole Zahl. Acht ist eine wirklich coole Zahl. Wenn man Masso dazu rechnet, 8 plus 3. Richtig? Oder? Oh ja, kann sein. Ist aber auch nicht so wichtig, aber in meiner Nummerierung in der hier Podcaster-Dingenskirchen-App ist es die Nummer 8. Heute, wie gesagt, mit Bob Ranner, mit dem wir ein bisschen sprechen werden über natürlich alte Zeiten, nicht wahr? Ja. Und über das, was kommt, was bei ihm nicht weniger ist als die Olympische Spiele. Olympische Spiele, ey, das geht schon wieder. Olympia, einfach, wir reden einfach von Olympia. Ja. Ich muss nochmal Bezug nehmen zu unserem letzten Podcast. Weil ich habe mich ein bisschen aufgeregt. Ja, ich habe geguckt, ob es das gibt, so als Vorlage, das Rageometer, aber ich habe leider nichts gefunden. Und ich stehe da auch immer noch zu. Also ich bin der festen Überzeugung, Enttäuschung, egal aus welchem Grund, gibt niemandem ein Recht, ein Arschloch zu sein. Aber es ist, glaube ich, bei einigen Leuten falsch angekommen, weil es war tatsächlich, und das möchte ich klarstellen, weil sowas überhaupt nicht gemeint, es war nicht auf den Verein in Gießen bezogen, weil sich da, glaube ich, einige Leute auf den Schlips getreten gefühlt haben. So war es aber überhaupt nicht gemeint. Es ging nicht um Personen, die dort agieren oder um den Verein im Allgemeinen. Ich bin jedes Mal, wenn wir da im Bounce House Cup sind, sehr, sehr dankbar und bewundere sehr, wie dort alles organisiert ist und wie gut strukturiert und toll die Menschen dort zusammenarbeiten. Das heißt, es ist nichts gegen den Verein, sondern es war einfach... Ja, das waren auch größtenteils die Leute, die so drauf waren, hatten nicht viel mit diesem Verein zu tun. Eigentlich nichts. Beziehungsweise waren da halt als Zuschauer. Aber der Verein an sich ist was ganz, ganz Tolles und das wollte ich nochmal klarstellen. Das ist doch schön. Ja, persönliche Worte. Ich weiß nicht, wenn ihr es mir übel nehmen wollt, dann kann ich es jetzt nicht ändern. Man kann sich nicht selbst entschuldigen, aber ich würde um Entschuldigung bitten. Das ist ja gut. Dafür, dass du Jura studierst, hast du das gerade... Das wissen wenige Menschen tatsächlich. Dass man sich nicht entschuldigen kann. Ich finde, es ist wichtig zu wissen, dass, also ich kann zwar Entschuldigung sagen, aber es liegt ja an der anderen Person, ob sie das annimmt und ob sie mich für mein Verhalten entschuldigt, weil mich selbst entschuldigen funktioniert nicht. Das stimmt, das wäre auch, also wäre dumm, wenn es gehen würde, weil sonst, also. Ja, eben, ich habe ja, also jemand anderem. Das ist wie früher bei der katholischen Kirche mit dem Ablasshandel. Das war ein super Deal. Naja, nun gut. Aber bevor du jetzt hier deine 5 Minuten, deine, wie soll ich sagen, empathischen 5 Minuten hattest, wollte ich doch eigentlich kurz sagen, dass ich so müde bin, weil ich so schlecht geschlafen habe, weil ich so husten muss. Warum musst du so husten? Weiß auch nicht, ich habe mich irgendwie erkältet. Steckst du mich jetzt an? Nein, ist euch heute schon wieder viel besser, aber die letzten Tage waren wirklich furchtbar. Okay. Ja. Oh nein. Und das, obwohl du gar nicht mehr so viele Reisen vor dir hast. Nee, wobei, du warst jetzt in Düsseldorf, ne? Du warst mit allen... Ich war bei der Liga-Versammlung, richtig, und hatte da wirklich ein schönes Hotel. Und nicht mal da konnte ich gut schlafen, in diesem tollen Bett. Oh Mann, ja, das ist gemein. Das war doof.
So, Cosima, also wir haben Cosimas Rageometer besprochen. Ich habe ein bisschen wie immer gejammert, dass mir es eigentlich nicht gut geht. Mir geht es auch nicht gut, weil ich hatte heute noch kein Eis. Und es ist schon nach 12. Mhm. Also da muss noch was kommen. Aber ja. Ja. Guck, da ist er. Wir hätten dir ein Wasser bereitstellen sollen. Also auf, ich habe noch eine wichtige Sache, die ich erzählen muss. Und zwar gibt es gerade bei Open Petition eine Bestimmungsbildabfrage des VfB Friedrichshafen, also das e.V. und der GmbH gemeinsam, ob es denn notwendig wäre, dass wir in Friedrichshafen so eine Multifunktionsarena hätten. Ja. Dann kannst du jetzt gleich ausfüllen. Ich packe aber den Link für diese Petition, darfst du ja nicht sagen, aber es läuft auf dieser Plattform. Packe ich natürlich in die, Achtung, das wollte ich schon immer mal sagen, Shownotes. Oh, wie cool. Und dann, wenn wir jetzt noch Timestamps bei YouTube bekommen, dann sind wir kann ich nicht. Professionell. Auf jeden Fall würden wir uns freuen über jeden, der seine Meinung kundtut. Also nur, wenn er unserer Meinung ist. Wenn jemand nicht unserer Meinung ist, dann lasst es einfach stecken, dann ist es in Ordnung. Naja, also bist ja entweder, das ist ja auf diesem Open Petition Ding, da bist du entweder dafür, oder aber du machst es nicht. Ja, aber weil du kannst nicht ja nicht Beschwerdebriefe sagen, nee. Schreiben. Also wir wollen, dass die Leute ihre Meinung kundtun, aber nur solange sie unserer Meinung entspricht. Das ist, finde ich, schon wichtig, dass man das dazu sagt. Weil alle Infos drumherum haben wir übrigens auch jetzt auf die Homepage gepackt. Da kann man nachlesen, worum es geht, was so der Plan ist. Das wäre auf jeden Fall ein sehr spannendes Projekt. Und deshalb würde ich sagen, alle mal da reinklicken. Ne? Klickt rein. Ja. Mache ich auch noch eine Story dann dazu. Super. Und das ist wieder das mit diesem Podcast. Wir zeigen den ja heute auf. Und wenn die Leute den Podcast hören, hast du die Story schon gemacht. Matthias, ich mache dann nochmal eine Story mit dem Podcast-Schnipsel. Ja. Ah. Du traust mir das immer nicht zu. Nein, ne? Du traust mir, dass ich dieses Konzept Podcast verstehe. Ne, traust du mir nicht zu. Ne? Alles gut. Sollen wir mal gucken, ob wir auch laufen. Ja, es ist alles super. Überragend. Dann können wir noch sagen, wir haben diese Woche einen neuen Spieler verkündet. Ich sage den Vornamen, du sagst den Nachnamen, okay? Hä? Ach so. Milan. Kvrsic. Sehr gut. Rado, richtig? Nein, weiß ich nicht. Rado, ich glaube nicht. Rado, also Itch am Ende war auf jeden Fall korrekt. Rado wäre stolz auf ihn. Auf jeden Fall ist Milan wieder da. Der, Milan ist so eine Maus. Ich bin so froh, dass Milan wieder da ist. Der bei den Youngsters war, dann zwei Jahre auf Reisen war und jetzt richtig bei uns anheuert, was uns sehr freut. Er hat sich weiter angenähert. Erst nach Berlin, so sehr weit weg. So völlig außer Reichweite, dann so nach Karlsruhe. Und jetzt ist er wieder ganz im Süden angekommen. Ja, und er freut sich, glaube ich, auch. Und wir freuen uns auch alle sehr. Milan ist ein toller Typ, da freuen wir uns tatsächlich. Wir haben in der nächsten Zeit noch ein paar gute Nachrichten, was das angeht. Ne? Ja. Da freuen wir uns auch alle sehr. Also, das erste junge deutsche Talent. Spätestens jetzt merkt man übrigens, dass wir den Teil hier aufzeichnen, nachdem wir mit Bob gesprochen haben. Aber gut. Kann man nichts machen. Das hätte gerade auch voll Zufall sein ja, können. Ja, natürlich. Ja. Oh mein Gott. Also, wir labern jetzt nicht lange rum. Heute gibt es nämlich gar nicht so viel zu erzählen, weil sind ja auch alle im Urlaub, Spieler sind nicht da. Ich finde das, ganz kurz, bin ich die Einzige, die das macht. Ich finde es wahnsinnig spannend zu stalken, wo unsere Spieler gerade so unterwegs sind. Also in deren Instagram-Stories. Ich habe jetzt niemanden. Was? Ich mache das nicht. Okay, weil ich finde immer so, der ist gerade da. Okay, der ist da mit der. Wer ist denn wo? Ach so, Nationalmannschaft, ja. Nationalmannschaften. Oder, also auch, ich gucke mir auch privat an, was die privat machen. Also ich habe auch mit Jackson war in Italien, habe ich gesehen, auf Instagram konnte man verfolgen. Ich dachte, der war in Kroatien. Der war in Kroatien erst und dann in Italien. Also so war es meine Timeline, keine Ahnung. Wir müssten ihn jetzt fragen, ob es Tatsache so war, aber ich würde sagen, so war die Timeline. Und ich finde es toll, ja, ich finde es wahnsinnig spannend, so zu beobachten. Oder auch Michael Supis Sohn, der mit hier Timmys Freundin irgendwie spielt, das finde ich cool, finde ich toll, das beobachten zu können. Ich lieb's. Ja, das ist dieser Generationsunterschied zwischen uns. Ich bin froh, wenn ich auch manchmal nicht weiß, was andere Leute machen. Nee, ich finde das schön. Ich freue mich dann immer. Oh, Generation. Oh, ich muss eine Sache ganz, ganz dringend müssen wir noch besprechen. Also pass auf. Du erinnerst dich vielleicht dran, dass wir mal über Mode gesprochen haben und deine Generation öfters schon. Ja, aber halt nicht im Podcast. Nee, also wir zwei. Ja. Mhm. Und dass ich vielleicht manchmal gesagt habe, dass ich diese Hosen, in die man zweimal reinpasst. So eine, die ich gerade anhabe? Die man oben am Hals zumacht. Ja, genau. Ja, die macht man nicht am Hals zu. Die ja, aber schon sehr hoch. Na, geht. Naja, ist ja wurscht. Und vom Bauchnabel. Jetzt pass auf. Müsst ihr mit Video schauen, weil sonst habt ihr nicht meine Hosenpräsentation gesehen.
das hat sich ja sehr manifestiert in den vergangenen Jahren, finde ich, so ein bisschen. Ja. Ich habe aber gerade das Gefühl, es geht wieder in jetzt, eine andere Richtung. Ja, das Ding ist es jetzt ja gerade so, dieser 2000er-Look kommt ja gerade wieder. Und deswegen diese Low-Rise-Hosen. Also low diese, was? Low-Rise. Low-Rise. Low-Waist. Nee, Low-Waist. Keine Ahnung, wie die heißen. Es sind auf jeden Fall diese tief, diese, also diese, diese Hosen, die nicht High-Waist sind, sondern halt Low-Waist. Low-Waist sind das die, wo man früher... Das Arschgeweih da noch. Ja, genau. Ja, genau. Die kommen jetzt wieder. Ja, die kommen jetzt. Also dieses ganze 2000er-Ding kommt wieder. Und ich muss dir tatsächlich aber sagen, also ja, Low-Waist, Low-Rise, keine Ahnung, wie die heißen, Jeans, ist voll okay. Aber was ich nicht so cool finde, was damit ja auch wieder kommt, ist ja dieses, ich glaube, es heißt, oh Gott, ich spreche es jetzt gleich falsch aus und dann ist es ein bisschen peinlich und dann bin ich wieder alt. Harry Cheek, also Harry Cheeks, dass du quasi so ganz, ganz dünn bist. Also es war ja, Körperformen sind ja auch immer Trend oder nicht Trend. Mhm. Oder ja, es gibt zumindest immer ein Wohlschönheitsideal und jetzt ist wieder, ist es auf dem Weg dahin, dass man wieder ganz, ganz dünn sein soll. Nee, das brauchen wir nicht. Aber das ist damit verbunden. Das muss wahrscheinlich auch nicht, dass in den USA gerade alle Ozempic nehmen. Davon hast du mitbekommen? Ja. Ja, hast du, ja. Aber das geht halt leider damit einher. Das finde ich so ein bisschen schade. Weil eigentlich finde ich diese tiefgeschnittenen Hosen und diese Tops dazu, ist ganz süß so, aber ja. Vielleicht mache ich eine Petition, dass du dir so ein Arschgeweih dahin lässt. Das finde ich witzig. Nein. Ja, gut. Nein. Aber das würde auch niemand in diesem Podcast erfahren. Also ich muss sagen, ich erzähle hier ja viel, aber ich würde jetzt nicht hier, also wenn ich mir einen stechen lassen würde, würde ich hier nicht präsentieren, sage ich dir ehrlich. Auch da gibt es mit Sicherheit dann Möglichkeiten. Ich möchte keine Onlyfans. Nein. Ach, Cosima, lass uns mal Bob anrufen jetzt. Nein, okay. Quatsch. So, heran. Dann machen wir deinen. Dann geht's los jetzt. Mit dem Bobcast. Oh, es ist nämlich heute ein Bobcast. Ah ja, okay, wir rufen ihn an. Los geht's. Hallo Bob. Hörst du uns? Das wäre prima, weil gerade ging's noch. Hallo Matthias, hallo Cosi. Bei mir ist alles im grünen Bereich. Ja, pass auf, ich hau gleich einen raus. Wir machen heute einen, Achtung, Bobcast. Oh. Ja, damit habe ich gerechnet. Ja. Meine Witze kommen nicht an. Ja, das ist sehr schön, dass du Zeit für uns gefunden hast. Man sieht ja an deinem Adler auf der Brust, dass du gerade tatsächlich immer noch im Stress bist mit der Nationalmannschaft. Wie sieht denn gerade so die Vorbereitung aus auf Olympia und VNL und was da nicht sonst noch alles ist? Also aktuell hatten wir die erste VNL-Woche schon hinter uns. Wir sind mit einem Teil von den Jungs aus dem Rio Qualifier geflogen und mit einem Teil, jungen Talentierten, die da aufstreben, auch fester Teil der Männernationalmannschaft zu werden. Und ich war in der Zeit parallel in Chiembaum und habe da eine Trainingsgruppe mit noch Jüngeren und ein paar aus dem Rio Qualifier quasi betreut. Und die werden wir jetzt zusammenführen am nächsten Mittwoch, morgen. Wann auch immer der Podcast rauskommt, morgen. Noch jünger, das heißt, wie alt ist denn die jüngste Person, die da mit euch unterwegs ist? Unterwegs ist, glaube ich, 2002 und aktuell im Training ist es 2004, 2005 sind die Jüngsten, die dabei waren. 2004 war der Karl Möller aus Königs Wusterhausen und 2005 war der Max, der jetzt beim VCO ist, der hat aber eher ausgeholfen, weil wir ein, zwei krankheitsbedingte Ausfälle hatten in der Trainingswoche und dann hat er quasi mitgeholfen, hat einen sehr guten Job gemacht, aber das ist so die Altersrange, in der wir uns gerade bei den Männern bewegen. Auch in Kombination mit Rhein-Ruhr nächstes Jahr, also Universiade, B-Nationalmannschaft, das ist dann 2000 und jünger und da dreht sich es dann irgendwie so in dem Bereich 2000 bis 2004, 2005. Wieso fliegt hier jetzt ein Flugzeug lang oder was auch immer es ist? Naja, wir sind an einem Flughafen, ne? Das passiert schon mal, dass ein Flugzeug kommt. Da habe ich mich noch nicht so ganz dran gewöhnt. Das ist immer wieder ungewohnt. Aber hast du gemerkt, Cosima hat gerade das gleiche existenzielle Problem wie ich. Sie merkt gerade, es gibt Spieler, die jünger sind als sie. Ich stelle fest, es gibt keinen Spieler mehr, der älter ist als ich. Das ist wirklich beides problematisch. Ja? Das ist beides sehr problematisch. Ich finde auch, ich habe ja letztes Jahr festgestellt, dass bei uns immer alle jünger werden, aber ich werde einfach alt. Das ist das Problem. Ja, aber bis alt hast du noch ein bisschen. Ich bin näher an der 30 als an der 10. Geben uns schon Mühe. Also mit dem Alten, dass die jünger werden, okay, das könnte jetzt die Kursi stören, aber mit dem, dass die so alt sind, versuchen wir ja schon, die so lange wie möglich
auch in der Weltspitze zu halten. Aber Matthias, so kann man irgendwann im Alter kann man nicht, kommt man nicht mehr hinterher. Gell? Das ist korrekt. Wie ist denn die Stimmung gerade so in Kienbaum? Ich meine, die Olympischen Spiele, lang ist jetzt nicht mehr. Ne? Du hast eine lange Saison. Du und die Spieler haben eine lange Saison hinter sich. Eigentlich ging es ja so ein bisschen auch nahtlos weiter. Kann man da die Stimmung hochhalten? Also hilft da der Ansatz, dass man sagt, ja, Olympische Spiele und ist nicht so jedes Jahr? Also ich glaube, dass also dieses Jahr ist ein besonderes Jahr für, ich hätte gesagt, wir haben dieses Jahr 30 Athleten gesehen in Kienbaum. Das ist deutlich mehr als in den Jahren zuvor. Also auch die jetzt eine Chance haben und vielleicht sich selber ein bisschen weiter weg von den Olympischen Spielen fühlen, haben trotzdem einen großen Vorteil aus diesem Ganzen. Wir haben auch wegen der Planungssicherheit ein paar wirklich mal 2 Wochen freigeben können. Also die jetzt nicht in Rio waren, haben auch später angefangen. Und das hilft dann schon. Also weil gerade der Olympic Qualifier, als der zu Ende war, dann mussten wir wirklich alle direkt in den Verein. Dann hatten die meisten wirklich eine sehr lange Saison. Und ohne diese 2 Wochen Pause, die manche da gekriegt haben, wäre es wahrscheinlich extrem schwierig. Aber die zuerst antreten durften, gesagt haben, eine größere Chance als in den Jahren davor, weil eben nicht jedes Spiel mehr essentiell wichtig ist für uns. Immer noch Weltranglistenpunkte und na klar willst du gewinnen. Aber die Möglichkeit, dass du ein bisschen was ausprobierst, war jetzt schon größer. Und so haben zum Beispiel Leute wie der Joscha Kunstmann jetzt eine Reise nach Rio antreten können oder Lenny Graven hat nochmal 4 Spiele machen können in der WNL. Das wäre wahrscheinlich leistungstechnisch nicht drin gewesen, wenn wir in Rio auch dieses Mal alles gewinnen hätten müssen, wenn wir nicht qualifiziert sind. Und so bringen die aber einen ganz geilen Mix mit, weil ein paar Spieler haben ein bisschen mehr Erholung, ein paar Spieler wollen sich unbedingt beweisen für die Olympischen Spiele und ein paar Spieler kriegen eine Chance, die sie nur wegen den Olympischen Spielen jetzt bekommen, weil wir eben eine andere Planungssicherheit haben und andere Trainingstage zur Verfügung. Und so kann ich sagen, gerade diese erste Gruppe, die hat sich extrem gut vorbereitet. Also waren extrem gute 3 Wochen, 4 Wochen, die Jungs in Kienbaum da abgerissen haben, bevor es nach Rio ging. Naja, 3 Wochen. Und so ist es echt, ist es ein geiler Sommer aktuell. Also aus Trainersicht ist es ein geiler Sommer und ich glaube für viele Spieler auch, selbst wenn die Olympischen Spiele man da jetzt aktuell noch ausklammern muss, weil das wird noch auf die Stimmung schlagen, behaupte ich. Aber im positiven Fall hoffentlich. Ich habe auch gehofft, das hat sich gerade so negativ angehört. Naja, das ist also diese Nummer, dass wir den Kader da nochmal verkleinern müssen und da quasi mit 12+1 Spielern zu den Olympischen Spielen fahren und da Jungs um ihren Platz kämpfen, die aber seit Jahren fester Teil der Nationalmannschaft sind. Das merkt man schon so leicht jetzt schon in der Luft, aber es wird, glaube ich, schon nochmal zu ziemlich Feuer führen. Also klar, zu einem gewissen Trainingswettkampf, zur richtigen Einstellung, aber das wird sicher nicht so einfach werden, wie man sich das vorstellt. Also, naja, alle wollen zu Olympia und dann suchst du am Schluss 12 aus und dann sind alle happy, weil wir bei Olympia sind. Da weiß ich nicht, ob das für alle so sein wird. Vielleicht müssen wir es erklären, ne? Also zu den Olympischen Spielen fahren jetzt weniger Spieler, also qua Ausschreibung und Definition, als im Kader waren bei der Qualifikation, was ja eigentlich auch null Sinn ergibt. Ja, genau. Und bei uns war ja dann noch der Fall, dass sich Lukas Kamper verletzt hat und Jan Zimmermann nachgeflogen ist. Und so haben wir per Definition aktuell 15 Spieler, die quasi die Olympianorm erfüllt haben. Also von DOSB, die dann in den sogenannten OK gehievt wurden. Und so wie es aussieht, dürfen wir 12 mitnehmen und ein Medical Replacement. Also kommen wir bei maximal 13 an. Und dann gibt es natürlich noch Spieler, die sich über die Saison extrem gut entwickelt haben, die vielleicht in Rio nicht dabei waren aus gewissen Gründen, aber doch jetzt Anstalten machen, sich in dieses Team reinzuspielen. Und wir gehen aktuell von 18, 19 Spielern aus, die eine reelle Chance haben, wirklich nach Rio zu kommen. Und da werden schon ein paar enttäuscht sein und ein paar harte Entscheidungen dabei sein. Aber klar, fürs Trainingsklima und für die Intensität bin ich mir sicher, dass Olympia ein Riesenvorteil sein wird. Aber ich glaube eben nicht, dass es so entspannt ablaufen wird, wie jetzt zum Beispiel vor Rio. Also das war wirklich, hatte familiäre Züge. Die älteren Spieler unterstützen die Jüngeren, alle haben irgendwie Bock, alle arbeiten hart zusammen. Aber keiner will dem anderen irgendwie ans Leder oder an die Position gefühlt.
Ja. Wann werdet ihr diese Entscheidung treffen? Also ist das was, was ihr versucht, so lang wie möglich rauszuzögern? Oder wird das dann relativ früh schon sich abzeichnen und auch, ich sag mal, bekannt gegeben, damit ihr euch so weiter in der Konstellation einspielen könnt und darauf einstellen könnt? Also ist das schon, steht das schon fest? Nee, also wir haben noch kein Nominierungsdatum. Es gibt natürlich eine Deadline, zu der nominiert werden muss. Die ist auch noch ein bisschen früher als zu anderen Turnieren. Da geht es dann um Ausrüstung, also Einkleidung und alles Mögliche. Wir haben aber doch so viele, ich nenne es jetzt mal, spannende Themen, weil wir doch ein, zwei sehr alte Spieler haben, wo man gucken muss, in welchem Fitnesszustand haben sie. Wir haben ein, zwei Spieler, die sich, wie gesagt, offensichtlich sehr gut in der Saison gemacht haben. Tobi Brandt ist da ein Beispiel, der in Polen eine fantastische Saison gespielt hat. Der auch ein Lukas Maase, der sich in Rio sehr, sehr gut präsentiert hat. Und man sagt, dass, bis wir das alles gefühlt kanalisiert haben, nehmen wir uns schon noch die Zeit, um da eine richtig gute Entscheidung zu treffen im Trainerteam. Andere Mannschaften haben das schon gemacht. Also Team USA hat, glaube ich, eine Woche vor der VNL 1 ihr Roster schon bekannt gegeben, haben gesagt, das sind unsere 12, das ist unser Replacement. Da legen wir alles drauf hin und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, bei Verletzungen noch was zu ändern. Aber ich denke, wir sind eher am späten bis ganz späten Zeitfenster, am Ende von dem Zeitfenster, wo wir sagen, okay, das sind die Jungs, die wir wirklich mitnehmen wollen. Aber genau festgelegt ist das Datum, wie gesagt, noch nicht. Das okay. Hast du eigentlich auch mal Zeit, dich zu freuen? Weil du fährst jetzt zu Olympischen Spielen. Also pass auf, der Hintergrund der Geschichte ist, wir hatten ja ein wenig WhatsApp-Kontakt während dieses Qualifikationsturniers. Ich glaube, ich habe das in diesem Podcast auch schon mal erzählt. Kurz vor ihr soweit wart, habe ich mal angedeutet, dir zu schreiben, dass das gar nicht so schlecht war, was ihr da gemacht habt. Und er kam zurück, wir sind ja nicht fertig, dass ihr eigentlich schon gratulieren müssen. Also das war ja relativ, nennen wir es mal, fokussiert. Hattest du jetzt mal in Zwischenzeit so ein bisschen Zeit, dich zu freuen? Ja, ich denke ja. Es hat schon eine Weile gedauert, bis es einsickert. Diese Chance, ich sage jetzt mal, als Teil der deutschen Nationalmannschaft zu den Olympischen Spielen zu fahren, also meinem Land, wo ich sehr stolz darauf bin, dass ich ein Teil des Ganzen sein darf, ist schon was extrem Besonderes für mich. Und das Erreichte ist einfach extrem selten. Also ich weiß noch genau, alle Leute, die mich nach dem verlorenen Qualifier in Berlin versucht haben aufzubauen, naja, in die Richtung, ja, du bist ja noch jung und halt dann bei der nächsten Chance und dann, das wird schon. Und das ist alles nett gemeint, aber so grundsätzlich ist es halt im Vergleich zu anderen Bereichen in diesem Sport doch so extrem weit weg, also auch für deutsche Volleyballer, für Hallenvolleyballer, dass, also nur weil du jung bist und weil du das noch 20 Jahre versuchst, hast es noch lange nichts damit zu tun, dass du da auch hinkommst. Anders als zu sagen, naja, wenn du bei der Nationalmannschaft mitarbeiten darfst, wirst du früher oder später eine Europameisterschaft mitbekommen. Das dürfen auch nicht alle, das ist mir bewusst. Aber die Chance ist halt eine ganz andere. Auch eine WM war so für mich. Wir haben die erste WM-Quali verpasst gehabt. Aber ich war mir sicher, wenn wir da lang genug dran arbeiten, dann wird es schon. Aber nur weil du extrem viel in diese Olympischen Spiele investierst, heißt es nicht, dass das jemals wahr wird. Und das ist mir früher oder später ist mir das schon klar geworden, als wir das, also hat schon ein bisschen gebraucht und dann ging es ja auch nach der Qualifikation ging es ja auch gleich im Verein weiter, wo extrem viel zu tun war. Aber früher oder später ist es schon eingesickert, dass das extrem ist und ich freue mich unglaublich darauf. Muss aber sagen, dass ich jetzt nicht die ganze Zeit happy durch die Gegend laufe, weil schon auch sehr viele schwere Entscheidungen, wie gesagt, anstehen. Und sehr viel harte Arbeit auf uns zugekommen ist und auch noch zukommt, weil wir am Schluss ja nicht damit happy sind, dass wir dabei sind. Also jeder, der sich in der Sportförderung in Deutschland auskennt und weiß, was es bedeutet, wenn man eine Medaille holt oder keine Medaille holt, also so schön, wie ich diesen Sommer arbeiten darf mit der Nationalmannschaft, das würde ich schon gern jedes Jahr können. Also mit B-Nationalmannschaft, mit Co-Trainern, mit allem drum und dran. Dass man wirklich das Gefühl hat, dass Volleyball Deutschland vorankommt. Und das hätte ich gern jedes Jahr. Und wenn ich mir überlege, dass ich dafür eine Medaille holen muss, dann ist gleich dieses Freude, wir sind dabei, ist gleich weg. Sondern dieses, okay, ich will mehr. Ich will höher, weiter. Und das haben wir auch als Team ausgegeben.
also das als Thema ausgegeben, dass wir nicht zufrieden sind, dabei zu sein. Du musst erst mal deine Gruppe kennen, du musst erst mal schauen, was denn möglich ist. Aber alles in allem, dieses Dream Big hat uns in Rio beim Qualifier geholfen. Und warum nicht? Also so baut sich das ein bisschen auf, aber die Kurzfassung ist ja, ich freue mich manchmal. Manchmal ist auch Bob happy, wenn er Zeit dafür hat. Du, ich habe, wie du ja weißt, sind unsere beiden Apple Watches verbunden. Ja, unsere Apple Watches sind verbunden. Könnt ihr euch orten? Nee, wir können uns nicht orten, aber wir sehen immer, wenn der andere sich bewegt. Ne? Warum seht ihr, wenn der andere sich bewegt? Ach, wir saßen mal im Bus und fanden es witzig und haben das bis heute irgendwie nicht geändert. Aber da wollte ich so gar nicht hin. Ich habe gesehen. Ich wollte dahin. Ich sehe dann, bei mir macht es ganz oft dann Ping, Bob Ranner hat ein Training beendet. Thomas, du trainierst in der letzten Zeit sehr viel. Hat es damit zu tun, dass diese Betten in Paris aus Pappe sind, habe ich neulich gelesen. Also ich weiß noch nicht mehr, ob ich im olympischen Dorf schlafe oder nicht. Da geht es ja dann um Akkreditierungen und wo und nicht. Aber ehrlich gesagt versuche ich ein bisschen geistigen Ausgleich zu finden. Also ich versuche ein bisschen was zu lesen und ich versuche auch körperlichen Ausgleich zu finden. Das mit dem Lesen wird dir nicht angezeigt, hoffe ich. So genau kenne ich meine Apple Watch da in dem Bereich auch nicht. Aber ich versuche einfach regelmäßig ein bisschen an meiner körperlichen Fitness was zu machen, weil der Job ist schon anstrengender, als man denkt. Das immer, wenn man die Trainer nur rumstehen sieht an der Seitenlinie, fragt man sich schon, ob da richtig Arbeit dahinter steckt, körperliche. Aber wir trainieren ja jetzt zeitweise, ich hätte gesagt, 3 Stunden am Vormittag, 3 Stunden am Nachmittag, relativ intensiv. Und mit den Reisen inklusive versuche ich das jetzt gerade so ein bisschen mich körperlich auf ein Fitnesslevel zu bringen, wo ich auch reisen kann und arbeiten kann und alles Mögliche tun kann. Und am Schluss muss man auch ehrlich sein, wenn der mal jetzt da Fotos macht bei den ersten Olympischen Spielen, will man auch nicht scheiße aussehen. Also, dass du da frühzeitig die Kurve kriegst und da haben wir jetzt, weiß ich nicht, 2 Monate noch, da ist nicht mehr so viel Zeit. Kosi gleich, hat er das ernst gemeint? Meinte er, Macht der Fitness, um besser auszusehen. Nein, du machst das, damit es dir gut geht und dann strahlst du von innen heraus. Darum, also du kennst mich ja jetzt, also ich mache jetzt nicht unbedingt Fitness, um besser auszusehen, aber wenn ich mir überlege, ich darf in einer Woche nach Japan fliegen, so gefühlt 24 Stunden, und dann ist dein Rücken nicht ganz okay, das weiß der Matthias noch besser als du, dann kann so eine Reise ganz schnell in der Schwierigkeit enden. Und das, in Chiembaum gibt es die Möglichkeit für uns, dass ich ordentlich trainiere neben den Trainingszeiten, und das versuche ich zu nutzen. Und das teile ich dann auch gerne mit dir, Matthias. Das ist ja nett. Du siehst, bei mir passiert nicht viel, ja? Aber das hat es ja noch nie, deshalb ist es nicht so schlimm. Aber ich kann dir auch sagen, jetzt so zum Ende der Saison, mein Körper hat mich kurzzeitig mal verlassen, ey. Also man merkt schon, das ist alles anstrengend und Reisen ist anstrengender, als man denkt und so, und ich kann das schon nachempfinden. Du hast aber ja eigentlich nie Pause, ne? Du bist quasi aus Herrsching da rausgefallen und das war direkt Adler auf die Brust und dann Nationalmannschaft. Und auf dem Rückweg geht es ja jetzt genauso. Du wirst aus den Olympischen Spielen rausfallen und wirst gleich in Herrsching weitermachen. Ist das, und du machst es ja seit Jahren. Ist das nicht, hättest du nicht auch mal Bock auf Urlaub tatsächlich? Das ist jetzt eine gemeine Frage. Meine Frau hört diesen Podcast sicher auch. Sie hätte Bock, oder? Also einerseits nein, weil ich bin ja absolut privilegiert. Also die Verantwortung, die man mir in Herrsching übertragen hat, das ist ein absolutes Privileg für mich. Und die jahrelange Arbeit mit dem Adler auf der Brust auch, also auch mit den ganzen Highlights und diese ganzen Dinge passieren halt nicht von alleine. Und da gibt es so viele, die da mitkämpfen und mitwirken und die das dann quasi sich verdiene, und ich bin froh, dass ich einer von denen bin. Und daher zu sagen, naja, ich arbeite da jetzt mal 3-4 Wochen weniger mit, fühlt sich echt erstmal komisch an. So, am Schluss geht es nur, weil ich extreme Unterstützung auch von zu Hause erfahre, von meiner Frau, und deshalb das möglich ist, und wir versuchen halt dann die wenige Zeit, die da ist, irgendwie zu nutzen. Aber das wird natürlich auch nicht einfacher, muss ich sagen. Und dann ist die Frage, wie es insgesamt weitergeht nach den Olympischen Spielen für mich. Aber jetzt an Urlaub denke ich wirklich selten, und wenn, sind es halt 4, 5, 6 Tage. Also es kann schon sein, dass ich jetzt nach den Olympischen Spielen mir in der Vorbereitung vom Verein, also das meinem Athletiktrainer übergebe, und der halt 5, 6 Tage
ohne mich mit denen ein bisschen arbeitet. Aber danach, also wir haben ja sowieso noch eine kurze Vorbereitung dieses Jahr. Nach den Olympischen Spielen sind es, weiß ich nicht, 6 Wochen bis zum Ligastart irgendwie so. Da bleibt dann auch nicht so viel Zeit, wenn man erfolgreich sein will, zu sagen, ich bin da mal 2 Wochen nicht da, macht ihr mal. Obwohl, wenn es, glaube ich, in einem Bundesliga-Team geht, dann in Herrsching mit der Erfahrung von Max und Much, die mich schon ein bisschen kennen, die lange genug selber Trainer waren, dass man sagt, okay, das läuft hier einigermaßen. Einigermaßen, weil natürlich jeder Trainer denkt, das muss immer so laufen, wie er will. Und nur wenn es so läuft, wie er will, dann wird es auch gut. Das kann ich mir bei dir nicht vorstellen. Nee. Genau, das dachte ich mir. Darum läuft es auf jeden Fall bei mir mindestens einigermaßen in Herrsching. Und ich bin da super dankbar für diese Möglichkeiten. Aber ich denke echt selten an so Urlaubsmomente. Ich glaube, sonst ist man vielleicht schon zu weit. Also zu weit in dieser Situation, dass man eigentlich Pause braucht, dass man nicht mehr die Energie hat, die man geben müsste als Trainer oder als Co-Trainer. Wir haben natürlich nicht die Situation wie ein Jürgen Klopp oder der sagt, na, ich bin jetzt mal müde, ich mache jetzt mal Pause oder ich mache jetzt mal gar nichts oder ich mache jetzt mal Pep Guardiola ein Jahr in New York, wenn ich mal müde bin. Aber ich verspüre es aktuell nicht. Also selbst wenn ich sage, ich wüsste nicht wie und warum ich sollte, aber ich verspüre es aktuell nicht. Weiß aber, dass nicht alle in meinem Umfeld immer so happy sind, wenn ich mal 3 Wochen, 4 Wochen am Stück nicht da bin, dann 2 Tage heimkommen, dann wieder 4 Wochen nicht da bin. Und ich bin natürlich auch leider gern zu Hause. Also auch das macht es dann über eine Zeit nicht einfacher. Nicht, weil ich gerne frei bräuchte, sondern weil ich einfach auch gerne zu Hause bin. Aber das geht, glaube ich, vielen Trainern so, die sich dafür entscheiden, im Profisport wirklich in die Spitze zu arbeiten. War es für dich, du bist jetzt ja in Herrsching dein erstes Jahr als Cheftrainer gewesen und bist jetzt wieder in der Rolle des Co-Trainers, hast aber am Anfang, glaube ich, der Vorbereitung sogar eine Woche auch quasi als Cheftrainer fungiert. Ist das für dich ungewohnt, wieder in diese Rolle zu schlüpfen? Also 2. Jahr jetzt als Cheftrainer, gell? Ja, aber das war die Zeit, weil die Zeit so verfliegt. Stimmt, das kannst du ja nicht übel nehmen. Entschuldigung, Schande über mein Haupt. Weil die Rollenverteilung eine ganz klare ist. Also einerseits habe ich, glaube ich, also werde ich in der Nationalmannschaft schon als echter Trainer wahrgenommen und nicht als Balltrainer, der halt mal so mit dabei ist. Und das kennen, glaube ich, ganz viele, wenn dann der Cheftrainer nicht da ist, wird nur Quatsch gemacht. So im Verein, keine Ahnung, Unterklassigen. Das ist bei uns natürlich auch nicht so. Und eigentlich genieße ich dieses, also ich genieße den Wechsel sehr. Genieße den Wechsel sehr zum Co-Trainer immer mal wieder, weil es doch ein viel entspannteres Arbeiten ist. Und ich auch gar kein Konkurrenzverhalten mit meinem Chef habe. Also ich will nicht unbedingt an seinen Job, sondern wir können da wirklich schön koexistieren. Er an der Spitze und ich als Zuarbeiter da hinten. Und ich habe genug Freiheiten, auch das muss ich sagen. Also jetzt habe ich sehr lange die Vorbereitung machen dürfen. Also fast 3 Wochen habe ich alleine die Vorbereitung leiten dürfen. Also kriegt er sehr, sehr viel Vertrauen. Aber es läuft auf jeden Fall anders ab, als wenn der Chef dabei wäre. Es ist ein bisschen entspannteres Arbeiten, es ist ein bisschen kooperatives Arbeiten, es ist einfach was anderes, wenn der Mann nicht da ist, der dich später aufstellt, der finale Entscheidung trifft, ob du mitfliegst oder nicht. Und so sind diese ersten Wochen, die erste Woche oder wie auch immer lang die Zeit ist, die ich alleine dann quasi die Vorbereitung leiten darf, weil die Polen so eine krass lange Saison haben und man da einfach auch nicht wegkommt, sind super Wochen für mich. Also, ob ich da Chef oder Co-Trainer bin oder nicht, aber die Stimmung ist echt fantastisch, die Arbeit ist gut, das Vertrauen ist da, also gibt es überhaupt keine Probleme. Dafür, dass ich auch gerne Chef bin, also ich freue mich auch wieder, wenn der Sommer vorbei ist, in Herrsching wieder, ich sage jetzt mal, an der Linie zu stehen. Aber der Wechsel ist für mich aktuell noch sehr, sehr einfach. Du meintest, dass du am Ende nicht die Finalen, also dass quasi der Cheftrainer am Ende das allerletzte Wort hat. Inwiefern funktioniert dieser Entscheidungsprozess? Also seid ihr euch da, glaubst du, ihr werdet euch in vielen Punkten einig sein oder was heißt, geratet ihr aneinander, aber habt ihr einfach unterschiedliche Meinungen teilweise zu Spielern, weil ihr sie ja vielleicht auch schon anders einfach kennt? Aber wir haben auf jeden Fall unterschiedliche Meinungen. Ich glaube, das Wichtigste in diesem Teamwork ist, dass Vinja weiß, dass ich alle Entscheidungen 100% mittrage, schon alleine daraus, weil er der Mann ist, der dafür verantwortlich ist am Schluss. Also es ist eine ganz andere Verteilung, wenn du dafür verantwortlich bist, anstatt wenn du nur ein Co-Trainer bist, der auch eine gute Idee hat. Ich finde, das muss man wissen als Co-Trainer. Und auf der anderen Seite kriege ich aber sehr, sehr viel Vertrauen. Also
wird auf meine Meinung sehr viel Gewicht gelegt, weil ich doch mich viel mehr mit vielen Positionen, mit vielen Spielern über die Saison befasst habe. Also es ist ja Teil meines Aufgabenbereichs, dass ich so ein bisschen den Kader pflege und mir dann auch viel mehr Spiele von Spielern angucke, die irgendwie interessant sein könnten oder nicht. Und gerade bei diesen Entscheidungen wird dann sehr, sehr viel Gewicht darauf gelegt, was ich denn denke, was man machen könnte. Aber da geht es ja wirklich um die Kaderplätze. Ich sage jetzt eher mal weiter hinten über die Strukturierung der B-Nationalmannschaft, was trotzdem großer Vertrauensvorschuss ist oder ein Vertrauensbeweis ist, dass man sagt, okay, man hört mir da sehr genau zu. Aber bei den Spitzenspielern ist dann mit der Einigkeit auch sehr, sehr schnell. Also da ist ja dann völlig klar, wenn man sich jetzt diese WNL-Woche anguckt und man sagen müsste, wer ist unser bester Annahme außen, dann macht halt Moritz Reichert, macht halt, weiß ich nicht, plus 30, zweimal 70% im Angriff. Dann brauchst du auch keinen Co-Trainer mehr, der dir sagt, dass der auch voll super ist. Ja, also so, da gibt es viele Punkte, wo dann einfach Einigkeit besteht. Und bei denen, wo nicht Einigkeit besteht, läuft es für mich sehr, sehr gut ab. Also so weit, dass ich mich nicht beschweren könnte über die Zusammenarbeit mit meinem Chef. Apropos Zusammenarbeit, also es ist ja jetzt kein Geheimnis, dass du hier 2 Jahre Co-Trainer warst. Ein Jahr mit Micha Warm, ein Jahr mit Marc Lavidieu. Und was auch kein Geheimnis ist, ist, dass wir da quasi zusammen ankamen. Ne? Und du gedacht hast, du arbeitest jetzt mit Profis und hast mit mir den Teammanager-Azubi vorgefunden. tatsächlich, ganz oft mache ich so Sachen und denke mir, warum mache ich die eigentlich? Und dann fällt mir wieder ein, dass du mich dazu getriezt hast. Da weiß ich bis heute noch nicht, ob ich dir dankbar sein soll oder nicht. Was für Sachen sind das? Aber Bob hat so ein paar Sachen immer gemacht, über die habe ich mich immer gefragt, warum er die tut. Irgendwann habe ich es aber verstanden. Ja, aber was denn? Also zum Beispiel, Bob fährt nicht um 14 Uhr ab. Das kann der nicht. Sondern 14:07 und 30 Sekunden. Das hat aber ganz oft auch den Sinn gehabt, dass wir dann tatsächlich rechtzeitig da waren, aber nicht zu früh. Manchmal hilft es dann auch, wenn man das so macht. Aber wir haben es nicht so gemacht. Wir waren immer zu früh. Ja, also tendenziell sind wir zu früh als zu spät. Nee, so wie am Flughafen. Naja, oh, jetzt kommt der Matthias wieder ins Schwitzen. Haben wir die Geschichte schon mal komplett erzählt? Wir haben die Geschichte schon mal komplett erzählt mit Rado. Aber ich möchte heute nochmal sagen, wir haben gefühlt 18 Stunden eingeplant für diese Fahrt, dass unterwegs einer halb drauf geht, wir 3 Unfälle erfahren auf der Straße vor uns. Das war nicht geplant, tut mir nochmal leid. Nö, aber das waren schon, also ich kam da ja hin und es hat vielleicht auch, also wir hatten ja, wie soll ich sagen, das war ja auch eine ganz spezielle Situation. Ne? Das war die erste wieder Corona-Saison ohne Zuschauer. Wir haben da diese merkwürdigen Trips gemacht nach Trento zu Champions League-Turnieren ohne Zuschauer, in Hotels, wo du nur ganz bedingt sein konntest. Und also das war ja. Also für mich war das schon, also unabhängig von dir, irgendwie eine prägende Zeit. Ich denke, dir wird schon auch so gegangen sein. Absolut. Und ich sage jetzt mal, ich arbeite an meinen Macken, über die wir eingestiegen sind in diese Frage. Und langsam wird es einfacher, mit mir zusammenzuarbeiten, habe ich das Gefühl, weil ich ein bisschen davon wegkomme von, es muss so laufen, wie ich das möchte, sondern es muss halt laufen, wenn es auf eine andere Art und Weise auch geht. Ist das für mich teilweise auch okay, teilweise. Sagen wir es mal so. Aber ein paar so detailverliebte Sachen habe ich immer noch und die werde ich, glaube ich, auch nicht ablegen. Und da kommt auch so eine Abfahrt 14:07 immer noch mal vor, wenn jemand mich fragt, wann wir abfahren sollten, dann sage ich, ja, schauen wir doch noch mal. Nee, aber das ist schon auch diese Pedanterie. Also sich schon mal nicht damit zufrieden geben, dass von 20 Bällen vielleicht 8 einen richtigen Luftdruck haben im Training. Also wenn du irgendwo auswärts unterwegs bist. Oder ja, Vielleicht schon mal freundlich die Frage zu stellen, ob das hier wirklich gerade das Licht ist, mit dem wir morgen auch spielen. Das sind schon Dinge. Das sind Fragen, die du stellst, weil Bob sie dir beigebracht hat? Ja, tatsächlich. Also ich glaube, okay, Ganz oft, wenn Leute denken, der geht mir gerade tierisch auf den Sack, hat das mit Bob zu tun. Oh, jetzt wusste ich nicht, dass es in die Richtung geht. Ich weiß nicht, ob ich da noch so viel Credit haben will. wenn du Leuten auf den Sack gehst und sagst, ja, das liegt alles, weil der Bob mal mit mir zusammengearbeitet hat. Keine Sorge, das kann Matthias auch alleine. Nee. Da braucht er gar nicht deine Tipps für. Weißt du, das ist, und das kommt von Cosima.
Das kommt von Cosima. Ja. Das ist unfassbar. Das kommt von mir. Ja, es ist, also, ich hatte jetzt letztens ein tolles Gespräch mit einem Mann, der eine Tonangel geführt hat. Oh. Aha, interessant. Und Tonangeln und ich sind offensichtlich keine Freunde und ich weiß auch wieso, weil den Leuten der Tonangel keiner sagt, dass man in Privatgesprächen mit 1112 Leuten nicht reinhört. Und ich ihnen dann immer eine Schleife in ihre Tonangel drehe. Und dann sind die Leute, die das natürlich ehrenamtlich machen, in den meisten Fällen ganz angefasst, wie es sein kann, dass ich jetzt ihren Job so dermaßen kaputt mache. Ja, wirklich. So. Und der hat dann am Schluss, als ich ihn wieder getroffen habe, hat er sich bei mir bedankt, das war der überraschende Teil, bedankt, weil ich der Erste war, der ihm halt so ein bisschen näher gebracht hat, wo und wann man da reingeht und wann und wo nicht. Und wenn wir dann auf diese Details kommen, also manchmal frage ich lieber einmal mehr, auch obwohl es ja klar ist, dass die Bälle natürlich alle den richtigen Luftdruck haben. Absolut. Und natürlich haben wir das richtige Licht angemacht, weil das wäre ja verrückt, wenn nicht. Und wenn man bei jedem zweiten Mal, wenn man nett gefragt hat, dann plötzlich die Halle doppelt so hell ist, obwohl es ja völlig klar war, dass das alles überhaupt kein Thema war, dann entwickelt man da schon so diesen Drang zu sagen, hey, okay, also vielleicht bin ich dafür verantwortlich, dass wir nochmal auf die Details gucken. Und wenn man das dann den Leuten richtig erklärt, sind die manchmal auch happy drüber, dass man diese Details auch an sie herangetragen hat. Aber da macht halt der Ton die Musik. An dem arbeite ich seit Jahren, sagen wir so, dass mir da, dass Leute diese, wie hast du es genannt, Pedanterie nicht übel nehmen, weil ich ihn jetzt an den Karren will, sondern wir einfach die Situation, auf die wir uns eigentlich mal alle geeinigt hatten, dann irgendwie auch herstellen. Also zu sagen, klar haben wir uns auf Mikrofone geeinigt, aber halt nicht in allen Situationen. Klar haben wir uns auf Frühtraining geeinigt, aber halt nicht mit fünf Bällen, mit denen du nicht spielen kannst. Ja, spannend. Aber wie gesagt, ich habe ja aktuell noch einen Teammanager, der musste auch durch, der Hannes. Der kommt damit ganz gut klar aktuell noch, aber auch Höhen und Tiefen, sagen wir es mal so. Ja, aber also ich lag jetzt auch nie in Embryonalstellung im Eck, ich erinnere mich nicht daran, dass es so ist. Ja, Menschen sind gut im Verdrängen in solchen Traumata. Ja. Was ich nie vergessen werde, ist, dass du, und das Video existiert noch und damit werde ich dich irgendwann erpressen, Gurkenwasser direkt aus dem Glas. Oh ja, stimmt, hast. Da war ich dabei. Das war wirklich wild. Ja, du musst Studien lesen. Gurkenwasser ist mit eins der besten Regenerationsgetränke überhaupt. Aber wer hat diese Studien gemacht? Die Gurkenwasser-Lobby. Ja, wer kennt sie nicht? Wer kennt sie nicht? Ich glaube, die ist relativ stark. Aber wir hatten es schon. Ich glaube sogar, dass es Leute waren, die sich gegen eine Lobby aufgelehnt haben, die Supplement und weiß ich nicht Lobby, die gesagt haben, also wenn du nicht unser teures Pulver trinkst, die Greens oder weiß ich nicht, dann hast du keine Chance. Er hat gesagt, es gibt's noch nicht, da versuche ich es mit dem Gurkenwasser. Super Ergebnis. AG1, super. Gurkenwasser. Aber komm, wir hatten's schon lustig. Was war denn das, was du vielleicht nicht unbedingt vergessen willst aus diesen zwei Jahren? Das waren so viele Dinge, die mich da geprägt haben. Also, das war wirklich, also alleine unser Pokalsieg, diese Reise zu diesem Pokalsieg. Also, ich sage jetzt, wir haben uns ja alle immer über, also Simon Hirsch hat ja relativ viel, sagen wir mal, Stress gekriegt, aber was der in diesem Spiel gegen Berlin da abgerissen hat, also, wo du sagst, sportliche Geschichten, alleine gefühlt jede zweite Interaktion mit Johanna, die dann doch eher humoristisch war, die ist, doch wirklich sehr viele Dinge sofort geglaubt hat, die man ihr gesagt hat. Und erst den zweiten oder dritten Schritt hinterfragt hat. Oder, also, ich meine, wir haben mit Nicolas Mareschall zusammengearbeitet. Stimmt. Und das noch in Verbindung mit Dejan Vincic. Also, Dejan, absolute Vereinslegende, wie gesagt. Aber ein Nicolas Mareschall, also mit dem muss man erst mal eine Zeit verbracht haben, bis man den wirklich, ich sag mal, aufgesaugt hat. So, und das, also wie viele witzige Spieler alleine wir hatten. David Fiel. Ah ja, richtig. Also wirklich Geschichten dabei, wo ich gesagt habe. Erzähl mal eine. ich habe mit David seit Anfang der Saison haben wir versucht, ein Konzept für den Angriff zu erarbeiten. Und der David hat immer gesagt, ja, kein Problem, kein Problem, kein Problem.
Was er ganz lieb und ganz unbedingt machen wollte, ist so einen ganz speziellen Aufsteiger, wo er irgendwo hinläuft und dann wegspringt, weit wegspringt und was ganz Spezielles. Da war er aber wirklich nicht richtig gut drin. Wenn der David was ganz Einfaches gemacht hat, war er halt bei 3,70 Meter und war sehr, sehr gut da drin. Und an den habe ich wirklich eine gesamte Saison hingeredet bis zum Finalspiel 2. Und dann kam er zu mir und hat gesagt, er hätte jetzt eine Idee. Er macht jetzt nur noch diesen einfachen Ball, weil da ist er viel besser. Und dann stehst du erstmal da und sagst, aha, das ist eine tolle Idee, wie bist du denn da drauf gekommen? Hat er selbst gemacht, hat er selbst rausgekriegt. Aber das ist doch schön, das ist doch die beste Veränderung, wenn du etwas verändern kannst bei Spielern und sie am Ende denken, ja, oh, da haben sie jetzt eine richtig gute Idee, das hast du quasi als eine eigene verkauft. Hat ein bisschen gedauert, aber... Ja, da gab es schon mehrere. Also der Nico, der sich damals beschwert hat, warum wir so wenig Video machen. Da haben wir gesagt, Nico, willst du auch ein Video machen? Sagt er, ich doch nicht. Ich weiß alles. Und ist gegangen. So. Ja, klar. Warum nicht? Also, aber wie gesagt, das sind ja nur diese unzähligen Interaktionen, die, also, was mir wirklich gar nicht mehr aus dem Kopf gehen wird, ich habe mich so gefreut, beim VfB in einem Büro zu sitzen. Und dann hat es wie lange gedauert? Eine Woche, dass einer am Freitag gesagt hat, also am Montag seid ihr hier bitte raus, wir machen die ZF-Arena zu. Weil bei Schneefall vielleicht das Hallendach und du guckst raus und sagst, naja, also ich, okay, schade. Das war schon eine krasse Zeit. Also, und ein paar positive Dinge, die einem, also ich meine, unser lieber Mannschaftsarzt, der leider ja verstorben ist, der, also was der sich reingehängt hat, um bei irgendwelchen Kleinigkeiten irgendwie da zu sein, zu helfen. Ein, zwei Reden, die er geschwungen hat auf der Tribüne. Man sagt, das ist einfach Dinge, die man so einfach nie vergessen wird. Du sagst, der mit Leib und Seele dabei, und das ist also wirklich einfach eine krasse Zeit beim VfB, die ich nicht missen möchte. Die ich nicht vermisse. Reicht. Ich lebe selten in der Vergangenheit. Ich versuche mein aktuelles Leben so aufregend zu gestalten, dass ich gerne im Hier und Jetzt bin und so wenig zurückblicke. Aber wenn mich jemand fragt, fallen mir eine Million fröhliche, positive Dinge ein, die, also, grillen auf dem Rastplatz, weil die Corona-bedingten Restaurantschließungen uns ein bisschen in die Haare gefahren sind, so in die Partie gefahren. Das war doch irgendwo auf einem Pass unterwegs nach Italien. Schnee lag, glaube ich, auch noch. Und du hast mit so einem riesigen Flammenwerfer versucht, ein Rinderfilet zu grillen. Versucht. Wie ist es gewesen? Das war hervorragend. Alles, was Bob gekocht hat, war fantastisch. Aber, vor allem das Tiramisu auch. Du wirst verstehen, dass wir kurz irritiert waren, als du quasi dieses Stück Fleisch da hingelegt hast und den Flammenwerfer ausgepackt hast. Aber gut. Es gibt gewisse Ideen, wenn man die vorbespricht, dann... Ist der Effekt nicht so, ja. Manchmal muss man einfach machen und hoffen, dass es keine schlechte Idee war. Ja. Jetzt hast du gerade schon ein paar Geschichten erzählt. Wir müssen aber noch unsere Standardfrage stellen, die wir im letzten Podcast nicht stellen konnten, weil Adam ihn einfach noch nicht kennt, aber du kennst ihn schon seit einer Weile. Was ist deine Lieblingsgeschichte mit Markus Böhme? Markus Böhme. Markus Böhme habe ich relativ viele Lieblingsgeschichten. Also fand ich, wo er versucht hat, also wo er so getan hat, als würde er sterben, ins Krankenhaus gefahren ist und dann drei Stunden später aus dem Krankenhaus angerufen hat, gesagt, also wann jetzt hier sein Flug geht, weil er wäre ja jetzt ready für Bulgarien. Okay, das ist schon so, das beschreibt ihn schon ganz gut. Also ich hätte fast gesagt, eine leicht zarte Ader, die da schon ein bisschen weit durchgebrochen ist, dass wir gesagt haben, okay, jetzt geht's ihm echt schlecht. Und dann kam doch die Urgewalt raus, die gesagt hat, nee, also ich bleibe jetzt sicher nicht im Krankenhaus Freising, ich habe ja einen Flug zur Champions League. Der Flug, den gab es dann ja nicht mehr, er ist dann ja mit uns über Frankfurt. Er ist dann schon mitgeflogen an dem Flug. Ja, ich weiß, er ist ja mit uns über Frankfurt, mit Johanna, Rado, Matthias, du und ich. Ja, in dieser ollen Lounge da in Frankfurt. Nee, und Markus Böhme Geschichten, das ist wirklich, also... Du fährst ohne Boden.
bodenlos geworden. Oh no. Nee, was ich, ich hatte das Glück, einen sehr intimen Moment mit ihm zu teilen. Und zwar hat damals unser Bundestrainer Andrea Gianni hat sich entschieden, dass Markus nicht mehr Teil der Nationalmannschaft sein sollte. Und dann ging es darum, so ein bisschen, Markus beendet seine Karriere. Und dann habe ich ihn antreffen dürfen in der Poolanlage bei der VNL, wie er einen Whisky dabei hatte und eine Zigarre und quasi so sein letztes großes Event mit der Nationalmannschaft dann nochmal alleine im Pool. Und also ich unterhalte mich gern mit Markus in ruhigen Momenten und ist für mich wirklich ein fantastischer Typ, der Volleyball Deutschland extrem viel gegeben hat. Und da bin ich einfach happy, dass ich ein paar von diesen Momenten mit ihm teilen konnte, wo es natürlich 1, 2, 3, 4 andere gibt, wo du sagst, okay, der ist einfach verrückt. Aber ich bin froh, dass ich die andere Seite auch kennengelernt habe, wo man ein bisschen mehr Zeit mit ihm verbringen muss, um diese Momente zu sehen. Aber das war ein sehr schöner Moment, obwohl es natürlich für ihn ein sehr schwieriger Moment war. Niemand möchte nicht mehr in der Nationalmannschaft sein oder abberufen werden, hätte ich jetzt mal gedacht. Es gibt ja ein paar, die dann ihre Karriere freiwillig beenden. Aber Markus hat echt bis zum letzten Tag alles versucht, um uns da zu unterstützen. Und es war ein schöner Moment gefühlt, den mit ihm teilen zu dürfen, obwohl es nicht leicht war. So. Also schön, weil man ihn als Mensch wirklich, ich ihm als Mensch nahe sein konnte. Und ich ist ja schon auch Trainer, Spieler. Und obwohl ich Markus schon auch als Spieler natürlich schon lange kenne, also als ich Spieler war. Aber das ist vielleicht eine Geschichte, die man nicht so häufig hört, im Gegensatz zu anderen Markus-Böhme-Geschichten, was er essen konnte, was er an Gewicht bewegt hat. Oder so. Und was er wieder nicht anhatte, zum Beispiel auch. Ja. Oder wie er ziemlich eine Gehirnerschütterung verpasst hat. Ja. Da hilft schon, wenn man in warme Länder fährt. Weil dann haben viele Leute wenig an und fällt es nicht so auf. Das ist richtig. Ja, ob wir Markus nochmal wiedersehen. Ne? Also wir haben ja noch keine Abschiedsparty gefeiert, aber das ist noch top secret, wir können noch nicht drüber sprechen. Wir sind alles noch geheim, wird alles noch veröffentlicht alles nach noch und nach. Geheim. Alles noch geheim, da bin ich ja gespannt. Ich bin insgesamt gespannt, was der VfB so, habt da einiges gehört, aber mal sehen. Boah, ich freue mich da drauf. Naja, sagen wir mal so, wir haben, ich glaube, so wenig Wechsel wie dieses Jahr, das habe ich noch nie gesehen. Naja, aber wolltet ihr nicht junge deutsche Talente holen? Ja. Können ja auch noch kommen. Achso, kommen die noch? Die Wer könnten weiß. Ja noch kommen. Wer weiß. Top Secret. Top Secret. Top Secret. Ich komme. Wenn nicht jetzt, wann dann? Wann wollen wir in so einer intimen Runde mal über Secrets sprechen? Nee, ich gucke mir nochmal den Kader von der VLN. Ich gucke mir nochmal den Kader von der VNL an. Vielleicht finde ich da noch einen drauf oder so. Ich bin mir noch nicht sicher. Aber wir werden drüber sprechen müssen. Da sind wirklich ein paar fantastische Jungs dabei. Ja. Georg Gross erzählt zum Beispiel nicht mehr als junges deutsches Talent wahrscheinlich, ne? Der war auch nicht dabei. Aber wenn du den nach Friedrichshafen bekommst, sage ich Hut ab, weil das wär fantastisch für euch. Ja. Also, sowas wie Winning Mentality, das hat schon ein Gesicht. Das ist zwar ein relativ altes Gesicht und ein bisschen grau, aber an sich, also wenn du mal Winning Mentality mitbekommen willst, dann würde ich ihn auch nur für 1, 2 Monate bezahlen, um das mal so einer Mannschaft und so einem Verein mitgeben zu können. Das ist wirklich, das ist verrückt. Also auch da hilft es, wenn man bei der Nationalmannschaft dabei sein kann, weil da stimmt, also Georg ist natürlich nicht der Einzige, aber da gibt es 1, 2. Die schon nochmal einen Unterschied machen im Vergleich zu den Spielern, die jetzt in der Bundesliga so täglich agieren. Also. Aber, wie gesagt, ich bin gespannt, wen ihr noch verpflichtet. Du, ich auch. Georg, hast schön abgelenkt. Nee, das ist ja, also, wir haben ja, ich glaube, alle Abgänge haben wir. Ja. Wir haben jetzt gerade gesagt, was Top Secret sein. Jetzt sagen wir, alle Abgänge sind verwendet. Ey, Matthias, das war super. Nee, aber das ist ja. Ach so, so rum wird er ja auch. Ah ja, okay. Wenn alle Abgänge verkündet werden. Aber ihr schneidet das ja eh noch. Was ist der Umkehrschluss? Was? Ja. Was also kann man daraus schließen? Wir haben vielleicht noch nicht alle Abgänge verkündet.
weil das ist ja alles noch top secret. Aber gut. Cosima, wie läuft das für dich so in der Social Media Abteilung, wenn der Matthias dir so reingritscht? Es wird auch mit diesem Gehirn, das wird immer schlimmer. Also ich das dachte, mit dem das Nachdenken. Hätte Zeit gehabt, sich das zu erholen. Mit dem Nachdenken. Ja, es gibt ja nichts erholen. Also egal. Da, okay. Also, hast du jetzt gesagt, dass du keine Zeit hast, dich zu erholen? Nee, das habe ich nicht gesagt. Hör mir auf. Ja. Nee, direkt hast du genau das gesagt. Ich konnte im Bus im Sitzen nicht mehr schlafen, so schlimm war es schon. Aber das ist eine ganz andere Geschichte, die erzähle ich dir, mal. Du sitzt ja auch nie, sondern du faltest dich immer so. Also ja. Matthias, ich finde es immer noch beeindruckend, das habe ich auch so noch nicht gesehen und ich hoffe auch, vielleicht geht es auch deswegen dem Rücken so schlecht und Bob, das ist vielleicht auch was, worauf du hinarbeiten solltest, dass du niemals so im Bus sitzt, dass du einfach wie so ein U, deine Füße gehen wieder an der vorderen, also nicht nur deine Füße, deine kompletten Beine gehen wieder an den hinteren Sitz. Das ist, was ich erzählen hätte sollen, was für immer bleibt, ist, wie Matthias im Bus sitzt. Das habe ich vorher noch nicht gesehen und ich befürchte, das werde ich danach auch nie wiedersehen. Du darfst auch dankbar sein, weil das sieht wirklich jedes Mal aus, als wäre gleich wieder irgendwas kaputt. Ich bin froh, dass unser Mannschaftsarzt diesen Podcast nicht hört, weil der würde jetzt sagen, das ist der Grund, warum du nächste Woche ins MRT gehst. Aber wie gesagt, es ist wirklich eine ganz andere Geschichte. Ja, ja. Ja, ja Bob, du, wir wollten dich auch nicht mehr so lange stören. Was haben wir denn? Lass mich gucken. Wie lange? Aber wir müssen ja rausschneiden, dass du quasi alles gespoilert hast. Ja, ja. Also, dass du quasi die gesamte Kadersituation genommen hast und gesagt hast, so ist es. Ich möchte übrigens kurz erwähnen, du hast mich gefragt, wie lange wir brauchen. Ich habe gesagt 45 Minuten. Wir sind jetzt bei 45:12. Boah. Ja. Und wenn man jetzt die technischen Difficulties rausnimmt und so, dann sind wir nur bei einer Stunde. Das ist richtig. Hey, was meinst du? Aber ich habe gehört, extra Zeit. Das ist sehr nett von dir. Ich bin wirklich nicht so häufig im Podcast, obwohl sich die Anfragen häufen, dank Olympia. Und dank Dennis Caliberdas Statement, dass du der beste. Ah ja, richtig, du bist der beste Trainer der Welt. Achso, Deutschland. Deutschland, der Welt? Ah, kann sein. Ja, das habe ich, also was heißt überrascht, das hat mich schon gefreut. Habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Grundsätzlich kriegt man jetzt von Spielern selten Lob so in dem Bereich. Ich glaube, es gibt noch ein paar sehr, sehr gute Trainer. Ich freue mich, wenn jemand denkt, dass ich einen guten Job mache. Ich habe es mir jetzt nicht als Plakette an die Schlafzimmerwand gemacht, das Zitat, aber an sich ja. Schön, wenn man ein bisschen Lob bekommt, also aus Spielersicht. Aber ja, soweit. Das mit Lob umgehen kann er genauso gut wie sich freuen. Das sind zwei Dinge, dafür ist er berühmt. Naja, das ist das mit dem Lob, sagen wir es mal so. Wenn's qualifiziertes Lob ist, fällt mir das einfacher, als wenn es unqualifiziertes Lob ist. Wie darf ich die Aussage jetzt deuten? Was jetzt nicht für Dennis Caliberda spricht in dem Moment. Nee, darum habe ich mich ja drüber gefreut. Ach so, okay. Aber ach so. Jetzt, sagen wir es mal so, Leute, die von außen beurteilen, was ich für einen Job mache, mit denen nicht mit mir zusammenarbeiten und sagen, dass ich voll super bin oder voll kacke, was es sicher beides gibt, das geht schon extrem leicht an mir vorbei. Weil ich weiß, wie schwer dieser Trainerjob ist. Ich weiß, wie schwer diese ganzen Dinge, das ganze Umfeld, alles sein kann. Und so richtig wissen die Leute nicht, was ich tue. Und dann, wenn ein Spieler positiv darüber spricht, der zumindest eine jahrelange Erfahrung mit mir hat und es auch ganz gut bewerten kann, dann ringt mir das schon ein Zwinkerer ab, sagen wir so. Also zumindest mal den Zeiteinsatz, den du hast, den kann ich bewerten, weil wir hatten ja ganz gerne immer unsere Hotelzimmer nebeneinander. Und oft ist man danach zum 3 aufgewacht, weil nebendran noch einer spannende Volleyball-Videos geguckt hat. Also es scheint schon so, du hättest es vielleicht nicht so laut machen müssen, ja, das hätte man erstmal drüber sprechen können, aber es scheint ja schon, also seid ihr mal der Tatsache bewusst, dass Menschen, die mit dir zu tun hatten, glaube ich, schon einschätzen können, mit welcher, sagen wir mal, Intensität du das Ganze betreibst, ja. Ja, aber wäre nicht ein besserer Trainer einer, der es in kürzerer Zeit kann? Gut. Akzeptiere einfach, dass Matthias dich toll findet. Ja, dass ich den Matthias häufiger geweckt habe, das war Absicht. Ja. Und wenn ich arbeite, warum solltest du dann schlafen? Ja, ist korrekt. Obwohl wir zwei völlig unterschiedliche Jobs haben. Wenn ich wach bin, musst du das auch sagen. Ja, ist korrekt. Machen wir, also würden wir so machen.
Wir wollten jetzt noch versuchen, an Olympia-Tickets zu kommen. Das war noch. Ja, jederzeit. Jederzeit. Ich schicke dir die Website, wo man die kaufen kann, ist kein Problem. Wir sind nicht die Einzigen wahrscheinlich, die noch gerne kommen. Ich habe mittlerweile alles versucht. Nee, ich auch. Ich habe mich überall verkauft, aber keiner wollte mich. Das hat sie auch nicht gesagt. Oh Gott. das Schöne ist, also sonst haben wir ja eine gewisse Macht, weil wir gewisse Tickets, Freitickets haben und die Leute wollen unbedingt umsonst Tickets haben. Und jetzt kommen wir zu Olympia und ich habe gar keinen Zugriff. Also nicht mal ich habe Tickets. Ich habe welche. Würde auch eine Akkreditierung reichen, so ist nicht. Ich habe zu meinem Geburtstag habe ich 3 Tickets angefragt. Da haben wir hoffentlich ein Spiel. Und ich habe keine Ahnung, ob ich die bekomme oder nicht. Oder. Aber das ist ja der Quatsch. Wenn du jetzt Tickets kaufst, so weißt du ja nicht mal wofür. Richtig. Also und wenn du sie jetzt nicht kaufst, dann gibt es keine mehr. Also das ist alles irgendwie so halb smart, finde ich. Aber gut, da ändern wir jetzt nichts mehr dran. Es soll wohl eine Tauschbörse geben, bei der man dann quasi die vorhandenen Tickets gegen andere vorhandene Tickets, also von Person zu Person tauschen kann. Aber ja, auch das wurde mir schon nahegelegt. Wann kommt denn jetzt endlich dieser Spielplan raus und wann kann ich denn jetzt endlich? Und in den Jahren oder in den anderen Events, wo wir dann schon Tickets hatten, das war extrem. Also wie viele Leute unbedingt ein Freiticket haben wollten, 12 Leute gleichzeitig angeschrieben haben, obwohl wir einen Ticketpot haben. Und jetzt ist die Antwort einfach. Ich kann wirklich keinen Zentimeter helfen in dem Bereich. Also, nicht mal mir selber helfen. Nee, das ist mir tatsächlich bewusst. Dann schauen wir einfach nur zu. Dann schauen wir halt von außen zu. Ne? Ja, aber hinfahren, finde ich, kann man schon. Ja, und dann stehe ich da und winkt dir aus dem Stadion, winkt dir im Bus. Wenn du dir gerade das letzte Gurkenwasser reinfallst, winke ich dir, oder was? Ja, klar. Ah, okay. Dir würde ich sogar Gurkenwasser abgeben. Also dann außerhalb vom Stadion, weil du kommst ja nicht rein, aber draußen. Draußen danke, dass du es nochmal gesagt hast. Ja. Ach ja, naja, dann würde ich sagen, haben wir jetzt alles probiert. Haben wir alles probiert. Wir haben fast alles erfahren, was wir wissen wollten. Und wir wünschen Bob jetzt tatsächlich viel Erfolg für die weitere Zeit mit der Nationalmannschaft und vor allem bei Olympia. Wir freuen uns alle auf die kommende Saison, wenn du endlich wieder. Ja, das tut dir wahrscheinlich schon ein bisschen weh. Oh, das muss ich kurz fragen, dass der A-Stance bei der Nationalmannschaft keine Rolle spielt. Ist das okay für dich oder ist das eher schwierig? Ich mache ihn gerade, du siehst es nicht, aber ich mache ihn gerade. Die Frage sagt deutlich mehr über dich aus als absolut über mich, Matthias. grundsätzlich bin ich der Meinung, dass man gewisse Teamrituale als Trainer mittragen muss, wenn sie die Mannschaft nach vorne treiben, auch wenn man nicht ganz d'accord ist mit den. Und Herrsching und der A-Stance sind so dermaßen verknüpft miteinander, dass es verrückt wäre, ihn nicht zu tun. Und wenn wir ihn nicht machen als Mannschaft, wie zum Beispiel bei der Nationalmannschaft, dann ist das auch okay. Soweit. Ja, aber ich will nächstes Jahr in Friedrichshafen, ich werde dermaßen die Hüften kreisen lassen, bis die Leute auf der Tribüne durchdrehen. Ach, ihr macht das auch, wenn ihr eins bekommt? Kannst du dich noch an das erste Spiel in der SpaceTech Arena erinnern? Nee. Traumatische Dinge. Matthias' Gehirn ist sehr groß, was Verdrängung angeht. Darüber hatten wir doch schon gesprochen, dass er das hervorragend kann. Da habe ich übrigens noch Videos. Also wenn du mal Fragen hast bezüglich Gurkenwasser, da habe ich noch Videos. So von, wie es gelaufen ist. Oh, ich glaube, wir haben von uns gegenseitig Videos, die wir einfach für uns behalten. Seid doch einfach lieb zueinander. So, ich probiere es ein letztes Mal. Okay. Wie geht's Nemanja, frage ich da. Ich glaube, das Problem mit Bob ist, wir könnten so einen 24-Stunden-Stream machen und das würde einfach, wir hätten immer noch was darüber, oder ihr beiden hättet zumindest immer noch was darüber reden können und ich könnte tolle Kommentare einwerfen. Wie geht's Nemanja, Bob? Schau dir bitte nochmal Halbfinale 5 an. Hab ich. Dann weißt du's. Ja. Also dann, was auch immer du jetzt tust, ja, vielleicht verbringst du mal Zeit mit deiner Gattin, das soll helfen. Ja. Heute, ja. Ja, das ist cool. Und wir sehen uns dann zur. Also wenn ihr mit Gold nach Hause kommt. Dann stehe ich auf diesem Empfangsplatz. Dann Frankfurt bin ich am Start. Ja. Sehr gerne.
Mir würde bei auch Silber Bronze, und Bronze Silber nicht. Reichen. Doch, habe ich gerade auch. Hab ich grad. Doch, aber ist dann auch Rathausbalkon in Frankfurt? Nee. Ich denke ja. Ja, okay. Gut. Okay, top. Und wenn ich da, also wenn ich mich da reinschleichen muss mit einem, wie sagt man, Hausmeisterkostüm. Es gibt Orte auf der Welt, da wirst du, quasi für Silber und Bronze auch geehrt. In manchen zählt nur Gold. Das kommt immer auf den Ort drauf an. Aber Frankfurt wird da ein bisschen. Aber wie ist das in Friedrichshafen? Ja, genau. Wir kennen uns mit Silber aus. Ich habe eine Goldmedaille, habe ich. Ja, die hat Pokal, Bob auch. Ja. Vom Pokal. Die habe ich auch. Die hat Bob auch, ja. Wieso hast du die auch? Die vom Pokal. Ja, ich weiß, woher sie kommt, aber wieso hast du die auch? Weil ich auch eine bekommen habe. Du, das ich bekomme ist auch jedes Mal auch eine Medaille. Bei uns im Büro. Die hast auch du dir auch verdient. Die hast du dir auch verdient. Ich habe da fast was zu beigetragen. Bei uns im Büro hängt auch ein Bild von dieser Siegerehrung, wie alle jubeln. Und da bist du zum Beispiel drauf und Marc ist drauf, die Mannschaft ist drauf und Cosima. Die Fotos machen soll. Genau, die eigentlich die Fotos machen soll, die ist quasi auf dem, ja. Wo ich bin, weiß ich nicht. Ja, das kann ich, Matthias, das ist ja jetzt nicht aber mein gut, Problem. Aber gut, Cosima ist drauf. Ich bin drauf. Also, hör mir jetzt endlich auf. Dabei so. Sein ist alles, adios. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss, Lang. Danke für deine Zeit. Schon vorbei, oder was? Ja, ja, ja. Okay, reicht jetzt auch. Also, das war der Bobcast. Ich wollte jetzt eigentlich Bob ran haben. Ja, es war der Bobcast. Ist dir aufgefallen, dass Bob sehr bärtig geworden ist? Ja. Das konnte einem auch nicht auffallen, wenn man Bob schon mal davor gesehen hat, weil Bob war nie bärtig. Ich finde, doch, der hatte ja immer so ein. Ja, also Mama war auch ganz glatt rasiert, aber der hatte ganz oft auch einfach so ein Drei-Tage-Bart, ja. Ja, aber wenn, also an Spieltagen und so, wenn es wichtig war, war er immer glatt rasiert. Das stimmt. Aber das ist, also ich mache das ja auch, ne? Aber das ist schon auch, also bei mir so ein bisschen aus der Faulheit geboren. Ich mache das auch. Wenn ich ehrlich bin, ja, ich sehe es. Nun gut, lass uns nicht mehr über Gesichtsbehaarung sprechen. Nee, Gesichtsbehaarung ist auch irgendwie nicht das Thema für diesen Podcast. Nee. Eigentlich ist Volleyball. Aber es ist gerade auch, das ist, finde ich, eine Frage, die wir stellen müssen. Wir werden jetzt ja, ich weiß nicht, wie viel ich da schon verraten darf, aber es ist ja, natürlich ist Olympia und VNL gerade, also es findet auch jetzt gerade Hallenvolleyball statt, es findet das ganze Jahr über Hallenvolleyball statt und trotzdem ist es ja schon so, dass im Sommer der Beachvolleyball in den Vordergrund rückt. Mhm. Und auch wir werden ja, auch ein bisschen dadurch, dass ich ja dieses Jahr bei der GBT German Beach Tour unterstützend tätig bin, ja, dort auch einen Podcast aufzeichnen. Mhm. Wir machen die VfB-Sommertour. Genau, ich verrate noch nicht mit wem und ich verrate nicht bei welchem Tourstopp, aber dieser Podcast wird auf Reisen gehen und wird bei einem der noch kommenden GBT-Stops einen Podcast aufnehmen. Vielleicht sogar zwei? Ja, ja stimmt. Vielleicht sogar zwei. Jetzt ist natürlich die Frage, haben die Leute daran Interesse? Weil eigentlich ist es ja schon so, ein sehr nischiges Produkt, das wir hier vermarkten. Also es ist ja schon so sehr VfB-nischig. Haben die Leute in Friedrichshafen Interesse an Beachvolleyball? Wäre meine Frage. Oder sind die so, oh Kinder, die sitzen im Sand, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Ich warte schon die ganze Zeit, dass Hallenvolleyball wieder losgeht. Ich bin so hyped auf den Liga Cup Anfang oder Mitte September ist das ja, 14. Ja, wobei, also das beginnt ja gerade schon irgendwie Züge anzunehmen. Aber es ist Züge anzunehmen, stimmt nicht, sondern das geht schon mehr Hand in Hand. Also ich glaube, Gießen hat das als allererstes gemacht, ne? Mit Anna Grüne, glaube ich. Die Bär-Wolli ist jetzt mit Luisa Lippmann. Genau. Wir dürfen nicht vergessen, dass Julia Sude tatsächlich ein Häflerkind ist, gell? Ein Häflerkind. Ja, das heißt, sie kommt von hier, hatte nur, also klar, irgendwann musste die dann auch mal gucken, sich zu... Reichen die Möglichkeiten hier nicht. Das ist tatsächlich eher schwierig. Sei auch bitter, ne? Bist du hier am riesigen Bodensee, aber du spielst Hallenvolleyball. Was heißt bitter? Aber man hätte ja drauf kommen können, man würde hier Beachvolleyball spielen, aber gut. Ja, aber Beachvolleyballturniere sind ja meistens auch nicht am Strand. Jetzt hier innerdeutsch. Also wir haben wenige Turniere an der Ost- und Nordsee. Aber das liegt bestimmt an der Ost- und Nordsee. Ja, ist so windig. Ja, das ist schade, das stimmt. Aber am See ist auch sehr windig, deswegen ist es vielleicht einfach nicht geeignet für Beachvolleyball. Ja, also wir halten fest, wir beschäftigen uns, wir sind quasi... Wir gehen nicht in die Sommerpause, aber wir gehen quasi
Es wird so ein richtiges Urlaubsfeeling, erhoffe ich mir. Wir müssen noch uns überlegen, wie wir das machen, weil wenn ich da dann ja arbeite, ja, wobei, das kriegen wir hin. Das werden wir hoffentlich hinkriegen. Ja, schnell. Ja. Oh, übrigens, ich habe vorhin noch eine Sache vergessen. Die Volleyball-Bundesliga hat den Mediendeal mit Dein verlängert. Was aber dann auch bedeutet, dass die Frauen dann auch unter diesem Dach sind und zwar jetzt ein bisschen mehr und von Anfang an. Das ist eine gute Sache, da freuen wir uns sehr, weil ich glaube, das hat uns alle... Das hat Spaß gemacht. Hat großen Spaß gemacht dieses Jahr mit Dein. Ja. Also mir hat es tatsächlich sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich kann verstehen, dass es da so ein bisschen teilweise Zurückhaltung gibt, weil es jetzt kostenpflichtig ist, aber ich muss halt auch sagen, du bezahlst ja eigentlich für alles, was du konsumieren möchtest, auch sporttechnisch, also so viel wird in den Öffentlich-Rechtlichen nicht mehr gezeigt und ich würde wirklich sagen, dass dieses Abo sich absolut lohnt. Du, ich habe lange nicht mehr so viel Handball geguckt. Ich habe auch, ich habe sogar hier lange nicht mehr so viel Basketball geguckt. Ja. Ja. Ja, ich finde auch, also ich glaube, es lohnt sich und ich glaube, es ist auch, es ist wert, dem Ganzen so eine Chance zu geben und nicht zu sagen, jetzt kostet es, jetzt möchte ich nicht mehr. Ja, okay. Nee, wir sehen ja auch gerade, also über diese Move Your Sports Prämie kommt ja sozusagen auch Geld wieder zurück. Also wenn du jetzt beim Abo-Abschluss sagst, ich mache das hier wegen Volleyball, dann gehen 10% sozusagen wieder zurück an die Bundesliga. Die hat es dieses Jahr dazu benutzt, so Jugendcamps und so zu fördern. Das ist übrigens ausdrücklich so, dass du nicht damit sagst, wir kaufen uns jetzt mal noch einen neuen Mittelblogger, sondern dass das so in die Breite dahinter geht. Auch das haben wir dieses Jahr gemacht. Das ist super cool. Ich glaube, also ich sehe jetzt auch keine großen Nachteile. Und ja, es kostet Geld, aber... Wenn ihr nichts für das Produkt zahlt, seid ihr das Produkt. Also investiert. Oh, der war klug. So, damit, das war der Satz zum... zum Montag. Zum Montag? Ja, der Podcast kommt am Montag. Ja, der Montag kommt am... Oh Gott. Ich kann auch nicht mehr reden. Also, in diesem Sinne, das war der Bobcast. Und wir sind mal raus. Tschö. Ciao. Nein. Wir sind nicht raus, denn wir freuen uns, dass ihr zugeschaut habt und wir schauen mal, was wird. Was wird. Danke. Und jetzt aber. Tschüssi. Ciao.